Weiher. Aber danach habe ich gesagt, weißt du was, jetzt ist jede Runde ein schöner Bonus. Ich hatte tierisch viel Spaß und kann es also wirklich nur wiedergeben. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit bei DSDS. Aber für alle diejenigen, gerade für die Jugendlichen, für die Kinder unter euch hier, wer wirklich irgendwann mal plant, dahin zu gehen, macht es gerne. Aber, und jetzt kommt das große Aber, erstmal Schule. Ja? Ganz wichtig, ihr Lieben. Dann Ausbildung. Noch viel wichtiger. Und wenn ihr das durch habt und dann noch sagen könnt, ich singe seit ganz vielen Jahren schon auf einer Bühne, ich habe ein bisschen Erfahrung, denn das, was euch da erwartet, ist knallharte Arbeit und ist knallhartes Business. Stellt euch das nicht vor, wie jetzt schönen Urlaub auf Curaçao. Wir haben teilweise 14, 15 Stunden gearbeitet, sind morgens um 6 Uhr abgefahren, nachts um 12 erst wiedergekommen. Es ist wirklich harte Arbeit. Legt euch ein dickes Fell dafür an, seid bei euch und seid euch bewusst, was ihr könnt, dann kann euch der stärkste Kommentar von Bohlen nicht aus der Reihe bringen. Und deswegen, also macht es wirklich, aber tut erstmal was dafür, damit ihr euch sicher seid. Ja, und zum Schluss hier von diesem kleinen Konzert, gleich um 16:30 gibt es nochmal eine kleine Wiederholung. Und dann geht es hier jetzt gleich zu dem Fotoshooting und zu der Autogrammstunde. Dann möchte ich euch jetzt mit einem Song verabschieden, der mir eigentlich in der Show ganz, ganz besondere Emotionen verschafft hat. Und zwar war das in der letzten Motto-Show, die ich leider mitmachen durfte, aber dank eurer ganzen Unterstützung überhaupt so weit kommen durfte, nämlich in der 7. Motto-Show der Song Halo. Und den habe ich euch heute auch nochmal mitgebracht. Und da können wir natürlich mit alle ordentlich mitgehen. Vielen Dank!
mal, du hast so viele Fans hier stehen, aber so ein paar kleine süße Mäuse vorne auch, ist immer toll, wenn die dabei sind. Ne? Unfassbar, unfassbar. Susan Albers, gleich nochmal um 5 Uhr, aber jetzt wollen wir mit dir natürlich auch noch vorher quatschen, wie es denn eigentlich alles so weitergeht. Wir freuen uns natürlich erstmal, dass wir hier sind und dass du heute gekommen bist. Saturn macht das möglich. Die ganze Veranstaltung zusammen mit Thunderbike, dem Harley-Hersteller hier aus Hamminkeln. Panasonic haben wir noch, dazu erzähle ich gleich nochmal ein paar Worte. Universal Music, alles mit dabei. Und was siehst du knusprig aus, Herr Bass? Toll. Outfit gestellt von Vero Mola. Vielen Dank an dieser Stelle. Super geiles Outfit, auch die Schuhe. Also das finde ich bemerkenswert, wie man auf diesen Streichhölzern laufen kann. Das sind meine Sportschuhe für heute. Natürlich. Du wirst noch einen Marathon damit laufen. Susan, wie war die Zeit nochmal bei DSDS? Man hört ja immer so, RTL, Knebelverträge, alles total furchtbar. Ihr steht da nur unter Stress und es ist alles ganz furchtbar. Ist es wirklich so? Also es ist erstmal überhaupt nicht furchtbar. Man muss sich natürlich vorstellen, da so viele Tausende von Menschen involviert sind und auch so viele zum Casting kommen, müssen natürlich gewisse Verträge gemacht werden, damit man sich auch von beiden Seiten absichert. Aber, und genau das ist der Punkt, warum ich das gerade so gesagt habe, wenn ihr wirklich erwachsen seid, also sprich über 18, dann hebelt ihr natürlich eine ganz große Palette erstmal aus, was die Verträge angeht. Es hat super viel Spaß gemacht, dort mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ich habe in jeder Stelle professionelle Leute an der Hand gehabt, sei es beim Styling, sei es beim Make-up, sei es bei der ganzen Bühnenchoreografie. Einfach nur mal so als Beispiel, unser Choreograf war der Gewinner von Germany Dance oder sowas von vor ein paar Jahren, unter anderem der Freund von Leona Lewis, also der ist weltweit unterwegs und wirklich nur solche hochkarätigen Leute haben wir da an der Hand. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es war auch wirklich eine sehr anstrengende, aber super geile Zeit. Insgesamt ja, glaube ich, ein halbes Jahr, ne? Also mit allem. Also das Casting begann, also mein ersten Casting-Auftritt, den ihr vielleicht noch in Erinnerung habt, wo ich am Klavier den Song von Alicia Keys, Empire State of Mind, gesungen habe. Der war letztes Jahr am 3. Oktober und von daher läuft das Ganze schon wirklich so lange und die Zeit für die Live-Shows, da war ich dann wirklich 8 Wochen am Stück von zu Hause. Was hat sich für dich so auf der Straße verändert? Wenn du mal zum Brötchen kaufen gehst, dann kommen alle und sagen, Susan ist da. Ist ja nicht schlecht, wenn man so morgens begrüßt wird. Ich finde das persönlich sehr schön, weil das zeigt ja auch gerade so die Kinder und Jugendlichen, dass die das gewertschätzt haben, was man da gemacht hat und dass sie das toll finden und dass sie einen auch unterstützen. Deswegen finde ich das auch immer schön, wenn mich die Leute auf der Straße ansprechen. Ist ganz egal welches Alter, ganz egal wer. Sprecht mich ruhig an, ich freue mich und auch nur dank euch bin ich ja überhaupt so weit gekommen und deswegen ist das alles noch in Ordnung. Susan, willst du einen Schluck Wasser? Ja. Guck mal, Papa ist da, hat Wasser dabei. Nicht, dass du uns vertrocknest hier, das wollen wir ja nicht. Feuerwehr bringt schon Wasser mit. So, jetzt hast du auch natürlich deine aktuelle CD mitgebracht, dein Album, Who Am I? Wir haben ja gerade den Titelsong daraus gehört. Und ich will nicht unterschlagen, dass auch noch zusätzlich am 26. Juli dein erstes riesen Open-Air-Konzert stattfindet. Hey, komm mit hin, ein paar von euch! In Rede auf dem Hermesplatz, Beginn 18 Uhr, Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr. Die Karten können hier gleich noch hier vorne bei der Autogrammstunde erworben werden. 15 Euro für Erwachsene und wer unter 14 ist, kriegt das Ganze für einen Zehner. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Da laufen natürlich schon die Vorbereitung. Bist du nervös? Nervös? Ja, natürlich bin ich nervös, weil wir haben jetzt im Kartenvorverkauf ja gerade auch schon den Kollegen von der Stadtverwaltung gesehen, Daniel Ehrting, die mich natürlich in der Sache auch zahlreich und tatkräftig unterstützen. Von knapp 2000 Karten sind jetzt 1500 weg. Das Ganze läuft quasi noch 3 Wochen im Vorverkauf. Es wird also knapp. Aber allein so viele Leute schon dazu zu bewegen, zum Konzert zu kommen, das wird unter freiem Himmel. Wir gehen einfach mal davon aus, dass wir super tolles Wetter haben. Wenn du singst, geht die Sonne auf. Nee, also ich freue mich einfach nur tierisch. Es wird ein super schöner, harmonischer und toll musikalischer Abend. Wir freuen uns auch, oder? So, Susan, das Ganze heute hier, diese Veranstaltung präsentiert von Saturn. Ich habe es gerade schon ein paar Mal gesagt, aber man kann das nicht oft genug wiederholen. Deine Gage für heute steht hier. Nicht ganz leider. Das ist ein Custom Bike von Thunderbike aus Hamminkeln. Kostet über 100.000 Euro.
Wahnsinn, wir haben noch ein zweites Bein. Das steht da drüben an der Meyerschen Buchhandlung. Und das ist auch unser Panasonic-Stand, denn heute wird ja auch ein Fotoshooting stattfinden, für das du dich gleich auch noch ein bisschen zur Verfügung stellen wirst. Denn Panasonic hat Leihkameras mitgebracht, der Christian ist da hinten und jeder, der Lust hat und über 18 ist, kann gerne auch einen Fotoworkshop heute machen. Dauert so circa 30 Minuten. Ihr kriegt eine ganz tolle Kamera im Wert von 2.500 Euro in die Hand gedrückt und könnt Fotos damit schießen. Und wir freuen uns, dass du da bist, Christian, und dann die Kameras natürlich auch dementsprechend erklärst. Zwei super Models, die gleich mit fotografiert werden können. Und das Ganze endet dann darin, dass Fotos, die entweder hier auf der Bühne von euch gemacht wurden oder später im Fotoshooting auf die Facebook-Seite der Shopping-Arkaden gestellt werden können. Und wenn ihr das macht, nehmt ihr an einer Verlosung teil, denn am Montag beginnt ein Voting, wo das schönste Foto gewählt wird. Also wer Lust hat, kann das entweder von seinem Handy uploaden auf die Facebook-Seite der Shopping-Arkaden oder direkt hinten auch an dem Panasonic-Stand steht ein Laptop bereit und da steht auch eine junge Dame, Jana, die wird das dann übernehmen und die wartet auf euch, dass ihr dann da die Fotos auch einspielen könnt. Und am Montag geht das Voting los und es gibt ganz tolle Preise, Einkaufsgutscheine hier von den Shopping-Arkaden. So. Jetzt habe ich erstmal genug erzählt. Susan, möchtest du noch was sagen? Haben wir alles besprochen? Sind wir durch? Ich denke, ich freue mich jetzt gleich, wenn wir uns hier unten noch sehen. Genau, vielleicht noch ein paar Fotos machen. Und natürlich freue ich mich auf alle, die mich gleich vielleicht nochmal wiedersehen um 16:30. Ansonsten spätestens am 26. Juli in Breda auf dem Open Air. Ein Riesenapplaus, Susan! Oh, du hast ja, guck mal, auch noch, was ist das denn hier? Ein roter Teddy, oh, schau mal, oh, wir noch einen Brief. Dankeschön. Toll, Susan, dankeschön. Also, Autogrammstunden noch ein, guck mal hier, selbst gemalt. Hier muss ich dir noch kurz übergeben, von so einem Mäuschen hier vorne. Wer hat das gemalt? Oh, wie heißt du? Emily? Emily hat das gemalt, super. Also, Emily, du kannst auch, und jeder, der Lust hat, Autogrammstunde beziehen.